Oh. Puh. Ah. Hallo Rappelkids. Boah, jetzt bin ich aber durchgefroren. Was für ein wunderschöner Morgen im Schnee. Ja, bei uns in der Region, da schneit es ehrlich gesagt nicht so oft. Aber ich glaube, wir alle waren laut genug und haben laut genug die Frau Holle gebeten, doch bitte ihre Kissen für uns zu schütteln, dass es endlich geklappt hat. Das hat Spaß gemacht. Also mir zumindest. Es gibt jemanden, denen hat das gar nicht so gut gefallen. Nämlich meinen Hühnern. Denen war das viel zu kalt. Die haben einfach den ganzen Tag in ihrem Stall verbracht. Ich glaube, als Schneehühner gehen sie wohl nicht durch. Ja, aber durchgefroren bin ich jetzt ehrlich gesagt auch. Oh. Rappelkiste, hast du nicht irgendwas Wärmendes für mich? Sollen wir mal reinschauen? Okay, kommt mit. Oh, wie lieb von dir. Dankeschön. Eine, oh. Richtig schön warme Tasse Tee. Ah, die wärmt nach so einem Tag im Schnee die Hände und auch von innen. Das tut gut. Ich liebe Tee. Oh, aber da ist noch was drin. Wartet mal. Eine Möhre? Meinst du, ich brauche ein bisschen Vitamine in der kalten Jahreszeit? Da ist ja noch mehr. Kennt ihr ihn? Mein Fingerspielhandschuh. Eine Möhre und ein Fingerspiel. Ein Fingerspiel mit einer Möhre. Schnee, Winter. Ich habe eine Idee. Ich kenne ein ganz tolles Fingerspiel von einem dicken Schneemann. Wie wär's? Habt ihr Lust, das mal mit mir zu machen? Okay, dann mache ich mich mal bereit und wir sehen uns gleich wieder. Achtung! Lasst uns einen Schneemann bauen. Schon seit Stunden fällt von oben kalter, weißer Schnee zu Boden. Kommt, lasst uns einen Schneemann machen. Der soll über unseren Garten wachen. Zuerst rollen wir froh, rollen, rollen, einen dicken Schneemann Po. Die zweite Kugel rollen wir auch zu einem dicken Schneemannbauch. Wir heben sie gemeinsam an für unseren weißen Gartenmann. Zum Schluss rollen wir noch den Kopf. Der bekommt als Hut einen Topf. Für die Augen brauchen wir zwei dicke Steine. Und für den Mund sammeln wir kleine. Zum Schluss bekommt der kalte Wicht eine Möhre ins Gesicht. Und wollen wir es nochmal machen? Okay, dann. Macht euch bereit, lockert eure Hände und jetzt könnt ihr sicherlich schon mitmachen. Und los geht's. Schon seit Stunden fällt von oben kalter, weißer Schnee zu Boden. Kommt, lasst uns einen Schneemann machen. Der soll über unseren Garten wachen.
Zuerst rollen wir froh einen dicken Schneemann Po. Die zweite Kugel rollen wir auch zu einem dicken Schneemannbauch. Wir heben sie gemeinsam an für unseren weißen Gartenmann. Zum Schluss rollen wir noch den Kopf. Der bekommt als Hut einen Topf. Genau. Für die Augen brauchen wir zwei dicke Steine. Und für den Mund sammeln wir kleine. Zum Schluss bekommt der kalte Wicht eine Möhre ins Gesicht. So, da steht er nun, der Schneemann, in unserem Garten. Vielleicht habt ihr Lust, es nochmal zu machen. Dann könnt ihr dem Schneemann ja noch eine passende Schneefrau bauen. Wenn ihr den Text dazu braucht, den findet ihr natürlich wieder auf meiner Homepage. Schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da steht der Link, wo ihr euch das Fingerspiel kostenlos runterladen könnt. So, und ich wärme mich jetzt noch ein bisschen an meinem Tee auf, den die Rappelkiste mir gemacht hat. Vielleicht kriege ich ja irgendwann auch wieder warme Füße. Boah, so Schnee ist ja toll, aber ganz schön kalt. So, dann drücke ich euch jetzt mal die Daumen, dass es bei euch auch bald ganz viel Schnee gibt und wir einen richtig tollen Winter bekommen und ihr dann Schlitten fahren könnt und natürlich auch einen Schneemann oder eine Schneefrau für euren Garten bauen könnt. Macht's gut, wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschüss!